Herzlich willkommen zu Ja, das ist herzlich Hallo! willkommen zu einem neuen Video, aber ohne Vokale. Und Jape, Ramen, Sepp und Chris sind auch dabei. Hallo. Ja. Ikonischen war die Anmod? Hallo. Was? Was ist das denn? Welchen ikonischen Vieh war das? Das ist das Vieh Andi, was diese ikonische Anmoderation zum ersten Mal gemacht Vieh. hat. Ja, Wow. Vokalische Mokale heißt das Ganze, ist eine neue Spielshow. Diet oder Diet hat sich das Ganze ausgedacht und funktioniert folgendermaßen. Ich nenne euch gleich eine Kategorie und einen Text. Ihr müsst mir quasi den korrekten Text dann nennen, denn bei dem Text, den ich euch nenne, sind die Vokale rausgelöscht. Also A, E, I, O, U und auch die Umlaute Ä, Ü und Ö, die ja quasi auch dann aus Vokalen bestehen. Und erstmal gebe ich euch diesen Text, das können also mehrere Wörter sein, ne, 3, 4, 5 Wörter, so ungefähr, komplett ohne Vokale und die Leerzeichen wurden auch ausgelöscht und an zufälligen Stellen Leerzeichen hinzugefügt. Ja, also ist alles komplett random. Wenn ihr es da erratet, den korrekten Text, gibt es 5 Punkte. Ihr könnt dazu buzzern, 1 Punkt für alle anderen bei falscher Antwort. Wenn ihr nicht drauf kommt, dann packe ich die Leerzeichen an die richtige Stelle und auch die Buchstaben die richtige Reihenfolge. Die Vokale sind immer noch draußen. 3 Punkte, wenn ihr es dann erratet. Und wenn ihr dann immer noch nicht drauf kommt, dann gebe ich euch die Vokale, die rausgelöscht wurden und ihr müsst die nur an der richtigen Stelle einfügen. 1 Punkt, wenn ihr es dann erratet. Okay. Okay, dann starten wir mit der ersten Runde und die Kategorie heißt Spiele und ihr Protagonist. Ach du Scheiße. Ja. Das heißt, ich muss jetzt das Spiel und einen Protagonisten herauswissen. Ja, es ist ganz. Das wird Andi dir doch eigentlich gar nicht sagen. Das müsste ja in der Antwort stehen, oder? Ja. Im Prinzip schon, genau. Also ich möchte jetzt auch den exakten Text hören. Der muss exakt sein. Ihr buzzert bitte und das hier ist. Ach du Scheiße. Der erste Text. Vokale sind rausgelöscht, Leerzeichen sind an random Stellen. Vielleicht sind es zu viele, vielleicht sind es zu wenige. Und Christian hat gebuzzert. The Legend of Zelda Link. Nice. Also du sagst, der Text ist The Legend of Zelda Link. Ja, kann gut sein. Das ist so nicht richtig. Schade. Ich möchte den exakten Text haben. Gebt euch noch kurz. Christian? The Legend of Zelda und Link? Ja, genau, und. Oh mein Gott. Richtig. Stark. Oh mein Gott. Geht da jetzt aber nicht random die Reihenfolge. So random ist es nicht. Da fehlen aktuell nur so ein bisschen die Vokale. Ja. Ja, aber ihr habt es erraten. Die Leerzeichen sind an random Stellen. Und Christian hat es erraten. Sehr gut. Das nice. Und war wichtig. Dann gehen wir direkt in Runde 2. Ja. Krass. Und ich kann euch auch sagen, es ist, also dann ist es tatsächlich so, dass auch schon beim ersten Hinweis die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge sind, nur die Leerzeichen sind random. Das ist relevant, ja. Das okay. ist dann ist besser, es auch einfacher als wenn einfach alles random irgendwo steht. Ja. Da habe ich mir gedacht, das ist ja unmöglich. Ja, dann ist es auch einfacher für euch. Aber die Leerzeichen sind random, genauso wie jetzt in Runde 2 beim ersten Hinweis. 5 Punkte wieder. Wir bleiben bei der Kategorie Spiele und ihr Protagonist. Los geht's. Jay. Last of Us und Joel. Scheiße. Das ist so nicht richtig. Christian. The Last of Us und Joel Miller. Ja, das so Miller war noch. Oh, den Namen so heißt er. Na gut, wieder 5 Punkte für Christian, damit 11 jetzt. Da war ein bisschen abgesnackt, muss man sagen. Ja. Dann gehen wir direkt in Runde 3. Weiterhin in dieser Kategorie Spiele und ihr Protagonist. Schnell. Und das hier ist der Text. Gut. War die gleiche Kategorie? What? Mhm. Spiele und ihr Protagonist. Leerzeichen sind random. Die Buchstaben sind in richtiger Reihenfolge ohne Vokale. Uncharted und Nathan Drake. Ja. Das stimmt. Oh, das ist gut, ja. Ihr seid sehr gut. Schwierig trotzdem. Ja, müsst kurz überlegen, aber 5 Punkte. Hier bei allen Runden bisher abgesnackt. Runde 4 kommt jetzt. Wir bleiben auch in der Kategorie. Es ist die letzte, der letzte Text aus der Kategorie Spiele und ihr Protagonist. Sepp. God of War und Kratos. Ja, top. 5 Punkte, damit geht Sepp in Führung 12 zu 11.
Wir gehen in eine nächste Kategorie. Bisher war es ein bisschen Vorteil für euch wahrscheinlich, weil ihr euch mit Spielen auskennt. Das war gut. Ja, vor allen Dingen, wenn du halt beim ersten, zweiten gecheckt hast, wie geht das dritte, vierte, war ja dann immer genau das gleiche. Ja. Wir gehen in die nächste Kategorie. Das zweite auch schon. Kategorie 2, wir wollen jetzt Musicals von euch hören. Och nee. Das sehe ich den einen oder anderen vielleicht im Vorteil, den einen oder anderen nicht. Musicals? Musicals sind absoluter Schmutz. Nur Musicals. Einfach nur Musicals, genau. Oder jetzt sofort Cats ohne A. Ja, ich wollte gerade sagen, Cats. Aber steht dann auch noch Andrew Lloyd Webber da? Oder wie sie hieß? Das ist die Kategorie. Ach du Scheiße. Hinweis 1, wieder Leerzeichen random, Vokale sind raus und bitteschön. Alter. Christian. Das ist doch doof, ey. Ich glaube, das steht doof. Das ist richtig. Ist das doof? Ich hab's vorher ein bisschen witzig. Noch gesagt. Alter. Das ist ein bisschen witzig, da er jetzt so richtig hart abgesnackt hat, ey. Sepp hat sogar die richtige Reihenfolge genannt. Sehr schön. Ja, war jetzt auch nicht so schwer, da aus Cats so schwer dadurch, zu machen. Ein bisschen witzig. Dann gehen wir direkt in Runde 2. Weiterhin Musicals. Was ist denn hier gesucht? Jay. Der hat schon gedrückt, bevor er da stand. Das ist richtig. Aber es ist richtig, der König der Löwen. Richtig. Das ist räudig. Runde 3. Weiterhin Musicals. Was ist jetzt gesucht? Christian. Wow. Starlight Express. Boah, ihr seid sehr gut. 5 Punkte dafür. Ist das jetzt die Meta vorher zu drücken? Einfach drücken, bevor es da steht, Freunde. Ja. Das ist die Meta. Du kannst nur einen Punkt verlieren. Ja. Jetzt aber. Jetzt bin ich gespannt. Runde 4. Ja, und damit die letzte in der Kategorie Musicals. Bitteschön. Das Phantom der Oper. Ich wusste, das Phantom der Oper jetzt kommt. Wow. Okay, also. Ist nicht so schwer gewesen. Ja, vielleicht wurdet ihr etwas. Mein Finger ist so langsam. Nein, die haben einfach gebuzzert, bevor da stand Bram. Na, er hat aber immer instant geantwortet. Also, nee, kannst du ja keinen Vorwurf das ist richtig. Ja, aber ja. Dann gehen wir in Kategorie. Ich will nicht anzweifeln hier. Nummer 3. Oder kannst du dich früher drücken? Kategorie halt Nummer 3. So viele Musicals, ne? Jetzt Pete-Sweet-Mitglieder kommt jetzt halt auch witzig. Oder sagst du aber die Kategorie nicht, ne? Dann ist damit schwer. Ja, ich bin mal gespannt. Kategorie Nummer 3 heißt Dinge, die man zum Gassigehen mitnimmt. Was? Und wir beginnen mit Hinweis Nummer 1. Leerzeichen an zufälligen Stellen. Vokale sind raus. Leine. Das ist richtig. Ich habe mir gerade überlegt, wie würde Leine aussehen? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, nur L und N. In meinem Kopf dachte mir Hundeleine und dann war ich, aber ich war auch bei dem, und dann dachte ich mir, geil, L und N, das muss sein. Ja, was nimmst du mit, außer Leine und Kackbeutel? Naja, gibt ja noch ein paar andere Sachen. Kacktütchen. Das Wort wollte ich extra nicht laut sagen. Ich habe nämlich die ganze Zeit damit gerechnet, dass er gleich kommt. Ja, natürlich, da rechnet doch jeder mit. Hallo, ich habe einen Hund. Wir kommen zu Runde Nummer 2. Weiterhin Dinge, die man zum Gassigehen mitnimmt. Was ist hier gesucht? Christian. Leckerli. Ja, sehr gut. Ist das I wirklich am Ende oder ist es einfach nur Leckerl? Es ist tatsächlich Leckerli. Ja, und zwar nur mit I und nicht mit IE scheinbar. Je nach Slang und Region. Woher soll ich denn jetzt sehen, ob das I oder IE weggelassen wurde? Weil ich die Lösung denn aussprechen. Leckerli. Leckerli. Nee, ich meinte Dennis. Leckerli. Ja. Ja. Ja, mit IE oder I? Ja, sprich mal Kebeler aus und dann sprich mal dazu aus, wie das steht. Ja, richtig. Du wisst ja, wie ich schreibe. Ja, aber Leckerli schreibt man ja nicht mit dem niederrheinischen Dehnungs-E. Digga, Alter. Vielleicht ja schon. Runde 3, Dinge, die man zum Gassigehen mitnimmt. Was ist jetzt gesucht? Christian. Haustürschlüssel. Ihr seid sehr gut. Korrekt. Letzte einfach Runde. So hab ich überhaupt gedrückt? Einmal, ich weiß es gar nicht. In dieser Kategorie letzte Runde. Dinge, die man zum Gassigehen mitnimmt, bitteschön. Christian. Ich jetzt den Hund? Ja. Oh mein Gott, als ob. So, jetzt aber. Bei Dehnungsstreifen. Ich glaube, jetzt wird's schwierig. Ja. Weil jetzt wird's richtig schwer. Auch die Interpretation der Kategorie oder des Kategoriennamens ist hier, ihr werdet es nach der ersten Runde wahrscheinlich verstehen, in der ersten Runde ist es besonders schwer. Das Gegenteil von Pixar-Filmen. Ja, das ist die Kategorie. Das Gegenteil von Pixar-Filmen. Wir beginnen mit Gegenteil Runde Nummer 1. Pixar-Film. Bitteschön.
Buchstaben sind in der. Anton. Anton. Nein. Buchstaben sind in der richtigen Reihe. Geh davon aus, es sind jetzt wahrscheinlich einfach. Also in meinem Kopf sind es einfach Filme, die nicht von Pixar sind, aber trotzdem animiert, oder? Dann ist es Noten. Moment noch. Es könnte auch Nutten sein, Leute. Nee, Nuten. Anton. Anton, Anton. Wie war das? Das Gegenteil von Pixar-Film? Das Gegenteil von Pixar-Film. Das ist das Gegenteil von Pixar-Film. Ja, keine Pixar-Filme. Also alles andere. Hä? Er sagte doch, im ersten Mal wird man es verstehen, das erste wird schwer sein, aber das ist doch gut. Das heißt, ich habe jetzt die Chance, mal Punkte zu machen. Ja, dann mach doch mal. Ja, ich weiß es aber noch nicht, du redest so viel. Ach, ich rede zu viel. Also ich finde das jetzt... Nieten. Nieten. Dann würde ich sagen... Natten. Jetzt muss ja nicht mit N anfangen. Phase. Ausnahmsweise mal Anton. Zum ersten Mal. Ich gebe euch jetzt die Antwort, wo die Leerzeichen an der richtigen Stelle sind. Die Vokale sind aber trotzdem weiterhin draußen. Ja. Bitteschön. Das ist ja toll. Right. Anton. Muss es sein. Es ist die Verfilmung von Nathan der Weiße, aber ohne Haar. Ich glaube auch. Ja, das ist es, ja. Denkt mal so an Pixar-Filme, die es so gibt und dann... Ja, aber ich kenne, also ja, Toy Story. Und jetzt? Nemo. Ja, siehste? Das Gegenteil, was wäre denn das Gegenteil von Toy Story? Ja, was wäre das Gegenteil von keine Nemo? Keine Toy Story. Dieter? Wie gesagt, ich hätte jetzt einfach gedacht, nicht Pixar, sondern gibt es auch noch irgendwie wie DreamWorks oder so. Ja. Das wäre dann das große Krabbeln. Oh, es ist ernst. War das? Das war doch DreamWorks. Ja, kann sein. Ich raff es noch nicht an den. Okay, so. Dann gehen wir in die letzte Phase. Jetzt kommt Phase. Oh, dann drücke ich Enter. Ja, das geht genau, ist einfach G an NTN. NTN. In der letzten Phase gibt es nur einen Punkt, wenn ihr es wisst. Die Vokale sind weiterhin raus, aber ich gebe sie euch zumindest. Da wisst ihr, welche weggelassen wurden. Bitteschön. Die in der Klammer sind die weggelassen worden. Unten wegen oben, oh mein Gott. Ja, das ist richtig. Ein Punkt. Mein Gott. Ja, das ist da. Ich habe sogar oben gesagt, oder? Oh mein Gott. Ich glaube, das wurde nicht genannt. Oben ist ein Film von Pixar. Das davon habt ihr jetzt unten. Die ganze Kategorie. Finde ich aber nice. Da bin ich sehr gespannt. Das ist ein bisschen schwerer als davor, glaube ich. Ja, okay, finde ich auch gut. Was ist der Gegenteil von Transformer oder so? Gegenteil von Löwe ist das Tiger? Nee, oder? Wäre das nicht irgendwas, was klein und süß ist und überhaupt keine anderen Tiere tötet? Also, es wird interessant. Denkt einfach so an Pixar-Filme und was es da so für Gegenteile geben könnte. Wir haben wir ja doch schon, aber wir waren dumm. Und das hier ist Runde Nummer 2. Was? Jay. Verliert Nemo. Ja, korrekt. Ah, 5 Punkte. Nice. Aber wäre das jetzt nicht verliert Dory? Nemo. Nee, warum? Logisch. Ja, weil Nemo ist ja nicht das Gegenteil. Ja, du musst ja nicht das alles Gegenteil haben. Reicht ja, wenn du finden negierst. Ihr habt es ja erkannt. Auch schon das Gegenteil. Jay hat es erkannt. 5 Punkte, damit jetzt 12. Christian aber 42 Punkte. Es ist etwas schwieriger, jetzt einzuholen. Wir gehen zur Runde Nummer 3 weiterhin. Das Gegenteil von Pixar-Film. Und das hier ist der Text. What? Jay. Das Problem ist, dass Jay zu viele Pixar-Filme kennt. Hallo. Dornröschen. Hallo. Das ist nicht gesucht. Das kleine Laufen. Krabbeln wusste ich nicht. Korrekt, das kleine Laufen von das große Krabbeln. Nämlich das ist der Pixar-Film. Mir fiel einfach von DreamWorks, das LFN nicht ein. Ja, sehr gut. Runde Nummer 4, damit die letzte in dieser Kategorie. Und das hier ist der Text. Jay. Jetzt habe ich endlich meinen verliert Dory. Ja, genau. Oh mein Gott. Gegenteil schon findet Dory, den es ja auch gibt. Ja. Ich habe noch nicht einen Pixar-Film gesehen in meinem Disney-Marathon. Das ist erst am Ende dran. Ich habe jetzt angefangen, die mal nachzuholen, weil ich habe ganz viele verpasst.
Von den Pixar-Filmen oder von Disney? Nee, Disney habe ich erst gar nicht gesehen. Also ja, Disney ist auch schwer, wenn er damit anfängt, ey. Ja, ich glaube ganz früh. Aber ich habe auch sowas wie König der Löwen noch nie gesehen. Also von daher Aua. Fällt mir auch noch Weil es gibt ja schon ein Remake davon. Ne? Aber bei also, König der Löwen steht immer nicht dran, dass er rassistische Beleidigungen im Zweifel hat. Nicht? Haben sie noch nicht gefunden in dem Film. Haben sie noch nicht gefunden. Ja, also aber die Pixar-Filme... Ja, ein paar alte Sachen sind da hart. Pixar-Sachen sind die toll. Die sind einfach teilweise langweilig. Ich weiß, welche, ja, dann auch. Wally ist doch nice. Wally ist aber nicht alt. Also Ach zumindest so. Halt nicht bezogen so auf Bambi die... Bambi finde ich jetzt halt nicht so spannend. Genau, Achso, du die meinst Klassiker. Disney-Alte für mich. Ja, ja, Pixar. Genau. Die sind ja wirklich steinalt. So, ja, und da sind teilweise wirklich Längen drin. Die sind aber gut gezeichnet. Ja. Nur, naja... Ja, vielleicht gucke ich es mir irgendwann noch an. Wir gehen jetzt erstmal in die Kategorie Nummer 5 und das ist auch schon die letzte Kategorie und die heißt Assassinen in Assassin's Creed. Alter! Mhm. Oha! Okay. Oh. Beginnen mit der dem ersten auch nicht alle Namen. Phase 1 und das hier. Ezio die Auditore Deferenze. Ja, das ist Auditore Deferenze. Ja, genau. Hat sich nur versprochen. Das ist der einzige, den ich kenne. Ja, ist auch korrekt hier direkt am Anfang gesucht. Gibt's denn noch? Das ist jetzt mies, den anderen, die anderen kenne ich alle nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Deswegen habe ich einfach gehofft, dass der direkt kommt. Du hast, wolltest sagen, gebuzzert, das ist mir schon klar. Einfach predicted. Runde 2, weiterhin in dieser Kategorie, das ist der Text. Ah. Ja. Ah. Ich weiß, wie der heißt, aber das nicht ist mit der vollem aus Origin. Namen. Wie hieß denn der nochmal? Natürlich. Natürlich. Ja, dann lehne ich mich ja, dann ist der Assassin's Creed Origin. Ja, also den Vornamen weiß ich, aber den Nachnamen nicht. Naja. Ah, weiß auch nur, dass der Bayek heißt. Richtig. Gut, dann gebe ich euch den zweiten Hinweis, beziehungsweise wir gehen in Phase 2, 3 Punkte, wenn ihr es jetzt ja, wisst. Bayek. Die Leerzeichen sind jetzt in der richtigen Position. Bitteschön. Aha. Stormwind. Okay. Es sind ja nur Vokale. Oh, das ist ein Fon. Ach, das war Bayek von, war das Siva? Ja. Ja, das war's. Nice. 3 Punkte, Christian, sehr gut. Siva wäre jetzt frech gewesen. Ja. Riga. Siva. Christian jetzt bei 46 Punkten, das wird schwierig, das noch einzuholen. Jay hat 27. Wir gehen in Runde 3 und damit die vorletzte. Weiterhin Assassinen aus Assassin's Creed und das hier ist der Text. Alter. Ich möchte irgendwann mal auch Assassinen von Gothic 2 haben. Soll denn sein, Alter? Ron fickt random Runden. Alter. Oh, Ranvar hieß der doch, oder? Das ist ja von Norwegen. Ranvor. Ranvir. Eva. Hieß die nicht. Der heißt. Also, genau. Achso, heißt er so, ja, keine Ahnung. Ich bin auch gespannt, warum nehmen die nicht. Also, wie hieß denn das? Unity, das finde ich ganz cool. Da könnte man, glaube ich, erst später drauf kommen. Den Französischen, den wird niemals einer erkennen. Ja, das wäre ganz witzig. Runzel de la Clit. Runzelclit quasi. Ja, die Runzel. Haben die Freunde genannt. Ah, gar keine Ahnung. Dann gehen wir in Phase 2. Setz mal bitte die Leerzeichen. 3 Punkte, wenn ihr das jetzt erwartet. Und die Leerzeichen sind jetzt in der richtigen Alter. Position. Ron. Ron Vector. Ja, Ron Vector Dorn. Ist der Rani oder so? Rani Vector Dirne. Also Vector finde ich schon ganz gut. Das ist der wahrscheinlich aus Syndicate. Ja. Ron Vector Dorn. Ach so, der aus England. Ja. Das ist Ron Vector Dorn. Nein. Dann ist das Ron Victor Dern. Auch nicht? Ah, jetzt habe ich alles gegeben. René könnte es auch sein. Nein, das ist oder Englisch. Arne. Oder Arne. Das ist doch Englisch. Ja, und? Arne. Ja, nee. Arnie quasi. Hä, so gar keine Ahnung. Ja. Ein Punkt jetzt nur noch und ich gebe euch die Vokale. Ja. Cool. Das müsste ich jetzt aufschreiben. Kannst du? Ich sag, der heißt Arno Victor Doria. Dorina. Ist das? Nee.
Nee, der ist bestimmt. Das ist der hässliche Ron, Arno, Victor, Adrian. Nein. Nein, sind die Vokale in der richtigen Reihenfolge? Ja, die sind die. Die du da in Klammern hast? Ja, sind die. Okay. Arno, Victor, Dornia. Nein. Arno, Victor, Deurna. Arno, Victor, Adrian. Nein. Arno, Victor, Dorina. Nein. Christian? Ist es wie bei Scrubbed? Ist es Arno, Victor, Dorian? Ja, Dorian. Oh, Dorian. Hat Doria gesagt. Das war ganz knapp, er hat das N vergessen. Ja. Dorian wäre es gewesen. Ah. Naja. Christian, einen Punkt bekommen, naja. Wir haben viele Punkte verteilt. Ja. Wir gehen zur letzten Runde in dieser Kategorie und damit auch die letzte Runde dieses Videos. Weiterhin ein Assassine gesucht und das hier ist der Text. Lutz. Ja, ich weiß, wie der heißt, aber Nalle, Miele, Hund. Lothar. Lothar. Weiß nicht, wie Lothar, der mit Nachnamen heißt. Lothar Bundel hat. Na scheiße, wie heißt der mit Nachnamen? Wie heißt der mit Nachnamen? Lothar. Lothia. Lutzer. Boah, Lothar. Wie hieß der? Alter. Ach, Alter, ihr! Ja, ist Alter, ihr, Mann. Alter, Junge. Ihr! Alter, ihr, Bundler, Hardy. Ja, irgendwie so. Oder ob. Ja, es ist Alter, ihr, Bundler. Können wir ein bisschen nuscheln? Alter, ihr, Bundler. Ich weiß es nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Alter, ihr, Bundler hat. Okay, sag das nochmal langsam. Hallo, hast du dich zugehört? Ich hab dich mal genuschelt. Ja. Gib dir die Möglichkeit, es nochmal langsam zu sein, sonst muss ich es falsch werden. Alter hier. Ja, hast du Alter hier? Ja. Ja. Leider. Okay, Bin Lahad. Nee. Alter hier, Bin Lahadi. Nein. Scheiße. Ich glaube, ist das nicht bei den... Nicht Bin, sondern Ibn, Sohn des? Ah, Ibn. Keine Ahnung. Ibims. Alter, ihr Ibims Lahadi. Ich dachte wegen Bin Laden, Bin Lahad. Ja, das ist Alter, ihr Bin Laden, genau. Ich glaube nicht, Vorgänger. Dass das Bin ist. In Wirklichkeit war nämlich Bruder. Bin Laden bei Assassin's Creed. Der wird bald spielbar sein, glaube ich. DLC. Alter, ihr Bin Laden, ey. Ich sage dir ja, Andi, ich glaube, Jay ist letzter. Junge, Alter, das ist ein Assassin, ich habe gar keine Ahnung davon. Dann gehen wir in Phase 2. 3 Punkte jetzt. Alter, noch. Ja, toll, jetzt kommt da Litre. Super. Bitte schön. Au. Ui. Oh, Moment, guck mal. Alter, ihr Bin El Hat. Nein. Christian? Alter, ihr Ibn Lahad. Ibims Lahad. Nein. Oh. Und Ibn. Da fehlt noch was, oder? Alter, ihr Ibn Al-Ahad. Oh, das ist gut. Oder El-Ahad. Scheiße, El-Ahad. Nein. Alter, ihr Ibn El-Ahad. Nein. Fuck nicht. Okay, noch ein paar Mal, bitte. Also, ja. Jetzt bin ich out of ideas. Sonst würde ich nochmal drücken. Alter, ihr Bin Lahadi. Du bist Hadi? Also, Christian ist sehr, sehr nah dran. Alter, ja, das bringt mir gar nichts. Ich habe keine Idee mehr. Was ist der Hodi, nicht der Hadi? Vielleicht ist es ja doch Bin. Alter, ihr Bin El Ahad. Nein. Nein, es ist okay. Hodi. Alter, ja, das letzte Lied ist die Frage. Was gibt's denn noch? Oll? Oll? HD. Ja. HD. Ich sag dann, Alter, ihr Iben.
Lulahat. Lulahat? Wo kommt das zweite L her? Lu, scheiße. Das heißt, ich hab selbst ja Bullshit geschrieben. Alle Lu, ey. Immer noch. Was hab ich dir jetzt alles gesagt? Pass auf, ich weiß es nicht mehr. Alter, ihr, Iben, Al, Ahed. Ahut. Nein. Scheiße. Ja, Ahut ist was anderes als Ahed. Ja. Ganz klar, ey. Alter, ihr, Iben, Al, Ahad. Das hat Christian schon gesagt. Das hat er ja schon. Ja, weil das klingt wie das, was ich mir im Kopf vorstelle. Ich habe so viele Sachen aufgeschrieben, die da statt dem All stand. Komm, jetzt machen wir hier die Buchstaben, dann sind wir fertig hier. Alter, Iben. Ja, da kommen jetzt einfach, warte mal, A, I, ja. I, A, vielleicht kommt noch ein E oder U. Ich gebe zu euch für einen Punkt jetzt die Vokale. Jay. Oh, der Alter, hat Naja. Alter, ihr? Das kann doch jetzt nicht richtig sein, Andi. Ha-al hat. Nee. Was? So, ich sage dann, Alter, ihr? Iben la-ahat. Ach so. Aha, genau, das ist richtig. La, nicht al. Na dann. L.A. hat es einfach vertauscht. Kann ja jetzt ja wohl nicht sein, Andi. Nice. Ein ja, cool, du hast 5 Minuten gebraucht, Alter. Ändert aber nichts mehr daran, dass Christian Haushoch mit 62 Punkten gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Er verdient einen. Er ist aber auch ein Musical-Fan. Ja. Ja. Da kann man das ja auch wissen. Das war doch, glaube ich, die einzige Musicals, die ich je gehört habe. Sehr schön. Aber mehr Musicals gibt es auch nicht. ANL. 23. Vielen Dank an Diet oder Diet oder wie auch immer, an dich fürs Vorbereiten und fürs Ausdenken und an euch fürs Zuschauen. Mein Gott, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.